Hi, Hey, na, bist du wieder im Café am Meer oder wo finde ich dich heute? Nee, heute bin ich im Office. Wir gehen aber später raus mit dem Team und machen ein Meeting im Park unten. Ihr habt es echt gut. Ich habe gleich ein Vorstellungsgespräch mit einer Frau Schneider. Wie heißt sie mit Vornamen? Warte mal, muss kurz blättern. Weiß nicht. Ah, Kim. Kim heißt sie. Und wie alt ist sie? Die ist 25 Jahre alt, aber die hat echt einen super Background. Also bin echt gespannt, was die so zu bieten hat. Und wann wirst du ihr das Du anbieten? Weiß ich nicht, vielleicht in ein paar Monaten. Das muss man mal sehen, wie sich das ergibt. Nee, 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 nee. Warum muss man das mal sehen? Du duzt doch auch die anderen KollegInnen. Ja, aber das wäre jetzt doch ein Überfall, wenn ich direkt du sagen würde. Naja, schau. Also erst habt ihr sie auf der Anzeige geduzt, denn eure Anzeigen auf der Homepage werben mit "Komm in unser Team, wenn du jung und innovativ bist", und dann kommt sie in ein Team, wo der Chef alle, ja, duzt, nur sie nicht. Soll ich sie etwa jetzt schon im Bewerbungsgespräch duzen? Na, aber warum denn nicht? Wäre nur konsequent zu der Anzeige. Naja, ich schaffe ja auch wirklich eine Distanz, wenn ich sie duze und die anderen, also sie sieze und die anderen duzen in meinem Team, das ist schon klar. Ja, du, wenn Thomas hier das machen würde, also mich siezen, würde ich mir Gedanken machen, ob ich hier richtig bin im Unternehmen und ob ich mir das Du eventuell auch erst verdienen muss. Das würde mir gar nicht passen. Warum diese Unterschiede? Ja, früher war das so. Aber gute Idee. Also, ich biete ihr jetzt mal direkt das Du an. Ich schaue mal, wie ich das mache. Ich frage um Erlaubnis und biete ihr einfach das Du an. Das ist eine tolle Idee. Hab jetzt keine Zeit mehr, du. Ich glaube, ich ziehe mir ein T-Shirt an, anstatt dieses Hemd. Yes, mach dich locker, super. Okay. Jetzt machst du mich richtig neugierig auf das Gespräch und schick danach meine Sprachnachricht, wie es war, wie Kim reagiert hat und wie es dir ging. Ich bin total gespannt. Ciao, Das ciao. mache ich. Vielen Dank. Ciao, ciao.